So, und die muss hier irgendwo auf Route 3 sein. Oh, das ist ein Wanderer. Lass ich es denn mal vorne. Ja. Vorsicht, aber lass ich es denn mal vorne. Nein. Trainer. I coming for you. Ja. Genau, Fähigkeiten. Die zu erkennen ist immer richtig, richtig nice. Der liebe Thorsten fordert mich heraus. Na super. Ein Anton. Jetzt habe ich mein Pichu mal nicht vorne. Und was kommt ein Anton? Okay, Level 13. Eine Aquaknarre. Ja, genau, die macht er mit seinen Kopfschmerzen. Ich bring mal Pichu in den Ring. Das wird sonst hier gar nichts. Hätte er eh nur ein Pokémon. Ja, ohne Aquaknarre. Die wieder mal aus seinem Kopf kommt. Wow! Gut, der Donnerschlag muss ja schon fast reichen. Was er natürlich nicht tut. Aber immerhin die Paralyse, okay. Aber die greift nicht. Ja, damit ist Pichu down. Ja, Pichu zu trainieren ist echt schwierig. Ich will mal die Z-Kraft ausprobieren. Okay. Dann zeigen wir mal den Sprint. Und die Pose. Ja, die Pose. Vor allen Dingen. Ich bin neugierig. Mal gucken, wie das jetzt aussieht. Eigentlich haben wir das schon gesehen. Okay, sieht überall gleich aus. Rasen, 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 Rasen. Wow. Bam. Das überlebt kein. Und Quit. Yo. Alles klar. Das ist doch keine Trainerhoffnung gewesen. Ja, das war keine Trainerhoffnung. Ach, das war der Kram, ne? Ja. Der Gesichtsausdruck, als wenn er es nicht mag, ey. Ja. Kirsty, du magst nicht gebürstet zu werden. Okay, ich darf gleich Pichu heilen, ey. Gleich erstmal Pichu heilen. Das kann dauern, bis sich das entwickelt, habe ich das Gefühl bei mir. Gut, Vitalkraut, dann nicht mehr Probleme kommen. Trank gleich hinterher. Sonst spare ich die Items, die ich am Ende dann nicht mehr brauche. Wenn wir die ja schon kaufen, warum nicht benutzen? Route 3, eigentlich neue Pokémon. In der Theorie. Na, oder auch nicht. Oder auch nicht. Obwohl, Mausi könnte ich auch mal vorne haben, fällt mir mal gerade ein. Der ist auch schnell. Ne, ich nehme eigentlich... Ne, ich tue Armageddon nach vorne. Ich tue Armageddon nach vorne. Wenn uns hier weiterhin Normal-Pokémon nur begegnen... Das finde ich ein bisschen blöd gemacht. Das fand ich früher besser mit dem Tausch. Statt mit der Y-Taste. Liegt hier wohl noch ein Item? Komm, das fällt auf. Irgendwo muss da doch was liegen. Ein Mankey! Haben wir noch nicht, oder? Nee, aber ich besieg's trotzdem eventuell mit dem Schnabel. Jo, okay, das war zu viel. Ach, der Vogel gefällt mir. Aber gerne, du bist ein Pokémon, was mir gefällt. Das fällt so sehr auf. Aber ist wohl nichts. Offenbar doch nicht. Trügt alles. Falsche Fährte. Ach, ein Durchbruch wirst du auch nicht überleben. Oh, Level 12 könnte schon anders aussehen.
Oh, gut, ich krieg Step drauf. Ne, das reicht. Energiefokus! Okay. Ich dachte, das kann nur in der Prüfung passieren. Okay, wieder was gelernt. Schnell fangen. Oder schnell versuchen zu fangen. Das war mir jetzt neu. Dass die auch sonst Hilfe holen können. Magennon ist auf jeden Fall ein Level Up. Starker Angriff und gute Init. KP ist ja grundsätzlich immer gut. Guck mal, Kösti sich entwickelt. Ein neuer Eintrag in meinem Pokédex. Mankey. Registriert. 13%, wow. Es rastet häufig völlig unvermittelt aus. Danach findet es sich oft Muttersehen alleine wieder. Das macht es schließlich noch wütender. Nein, kein Spitznamen. Und in den PC bitte. So, das war unsere Pokémon-Jagd. So, wir sollen diese scheiß Assistentin... Ich stehe neben den. Und der bemerkt mich nicht. Oh mein Gott. Besonders eine Hoffnung oder was? Ja, natürlich. Eine Trainerhoffnung. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Pflanze. Vom Gefühl würde ich sagen, ganz klar Pflanze. Gucken. Jo, sehr effektiv. Und Megasauger. Das tut mir nicht sehr viel. Nicht sehr weh. Okay, die Trainer werden ein bisschen stärker jetzt. Aber das soll ja auch der Fall sein. Aber down. So, Trainerhoffnung besiegt. Mein Typ Verlierer. Richtig, gut erkannt. Richtig erkannt. Wie guckst denn du, du brummiger Fuck? Mit der, Alter, mit der Karottennase. Das fällt mir jetzt auch spontan ein. Karottennase. Ja. Ja, von vorne sieht aus wie eine Karotte, ey. Ja, ja, ich komme auf komische Gedanken. Ich weiß. Ich weiß. Also, das sieht jetzt echt so aus wie eine Karottennase. Von vorne, als wenn du reinbeißen könntest. Nein, 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 ich will nicht. Auch wenn du... Hack Attack? Okay, ich werde hier mit Items zugeballert, die ich gebrauchen kann. Na, Sonderbaum möchte ich noch keinen geben. Da war es doch. Geben. Armageddon. So. Da wird der Schnabel halt auch einfach stärker. Ach, von hier bin ich doch gekommen. Ich glaube, an den Schatten gekonnt vorbei. Okay, ist der Professor? Willst du kämpfen, du Züchter? Eine Sanftglocke! Ja? Alter, ey, man kriegt alles nachgeschmissen. Aber sowas von. Da liegt eine TM. Oh, zertrümmern. Okay, habe ich noch nicht. Das brauche ich noch. Mit dem Professor möchte ich eigentlich noch nicht reden. Was, was, was? Markier mich als den Profi der roten Karte und ich möchte vor meiner Stärke erzählen. Ich werde dir gegenüber treten, sobald du sämtliche Trainer auf Route 3 bezwungen hast. Okay. Nee, die ist kein Trainer und kann eigentlich gar nicht so weit gekommen sein. Okay. Welchen Weg habe ich noch nicht eingeschlagen?
Aber ich habe doch alle Trainer erledigt. Hier ist keine Höhle. Hier sind nur die wilden Pokémon. Ach, das ist ein Schild. Dich habe ich auch besiegt. Dich auch? Hier gibt es keinen Weg mehr. Sollst du da oben lang? Ja. Aber er will auch noch nicht gegen mich kämpfen. Und dahin komme ich nicht hin, hä? Stimmt, es wäre so offensichtlich. Ein Wumpel. Ey, jetzt bin ich mal neugierig, was ist denn das für ein Typ? Oder normal nur? Nee. Pflanze. Muss Pflanze gewesen sein. Weil Armageddon ist stark dagegen. Ja, da hinten komme ich nicht. Da ist ein Felsen, den man gar nicht sieht. Ja, ich weiß es doch. Oh, muss man hier die... Ach, das ist eine Höhle. Mele, Mele, Blumenmeer. Ja, war doch klar. Eine Frau bei den Blumen. Wölkchen, was machst du denn? Komm zurück. Ah, Philipp. Wölkchen ist gerade auf und davon. Einfach ab durch die Blumen hier. Oh, da hinten. Das kleine, süße Wölkchen. Und das, obwohl es gerade erst dieses furchtbare Erlebnis auf der Brücke hatte. Was, wenn ein wildes Pokémon auf uns angreift? Es beherrscht doch gar keine Attacken, um sich zu wehren. Ja, komm, ich mach's schon. Aber lass mich mal vorher hier alles erstmal abgrasen. Ja, dann kümmere ich mich darum. Um dein Wölkchen-Problem. Natürlich sind hier Pokémon. In dem Blumenmeer. Ja gut, da ist Armageddon ja bestens für geeignet gerade hier. Und der jagt bestimmt auch sowas. Wie die Habitax. So, Erfahrung ist Erfahrung. Ne, ich fliege es jetzt mal nicht. Das kommt mir ja gar nicht mehr vor. Wer 10 Minuten noch, dann ist der Part eigentlich schon wieder rum. Ein Saftkorn. Oh mein Gott. Sowas gibt es hier auch. Bin ich noch ein Raupi? Eigentlich ja. Könnte das überleben? Ja. Härtner. Ich fang's trotzdem. Was wir haben im Pokédex, das haben wir. Aber den Pokédex können wir sich schon Gedanken drüber machen, ob ich ihn komplettieren soll oder nicht. Aber das wird dann ein sehr langes Projekt. Und es gibt Leute, die mir dabei helfen, so wie zum Beispiel der liebe Andy, der mir gerne Pokémon schicken möchte. So, Pokédex. Ach, der eine gab's ja auch noch in der City, der wollte ja auch noch mal was wissen. Stimmt. Wenn ich so und so viel Pokémon habe. Sein harter Panzer birgt ein weiches Inneres. Um zu vermeiden, dass dieses versehentlich ausläuft, bewegt es sich kaum. Stimmt, man hat ja eine... Nein, warum steht die Box nicht ganz oben? Kann man das nicht sortieren? Ich finde es gut, dass meine Freundin sich den Bericht angucken kann. So. Ich möchte kämpfen. Oh, ich will eigentlich mit euch kämpfen hier. Nächstes Item, Netzball, okay. Aber die Musik passt richtig so zum Blumenmeer. Saftkorn haben wir, dieses Wumpel will ich noch gerne haben. Ja, genau dich. Genau du bist gemeint. Level 11. Durchbruch ist nicht sehr effektiv, deswegen mache ich es mal. Der Durchbruch. Niedlich.
Okay, mein Spezialangriff sinkt. Ich versuch's einfach schon mit einem Superball. Vielleicht funktioniert's ja direkt. Ja, die Fangchance ist dann... Obwohl... Feenbrise? Was das alles vertacken kann. Komm, wir haben genug Superbälle geschenkt bekommen. Wir können auch immer ein paar verschmeißen. Sprichwörtlich. Ja, die Fangquote ist echt gut gewesen noch. Auf jeden Fall, wir haben es. Das ist das Einzige, was zählt. Bestimmt kommen gleich wieder Team Skulk oder sowas. Ah, es hat eine Entwicklung, okay. Es ist ein Käferfee. Ah, okay. Nach dem Fee hätte ich jetzt nicht genannt. Käferfee. Ich hätte gesagt Pflanze, ne? Oder was habe ich getippt? Es ernährt sich von Blütenstaub und Honig. Da es die Aura von Lebewesen wahrnehmen kann, spürt es, wenn eine Blume beide blühen wird. Nein, ich möchte aber mir den Bericht mal gerne angucken. Ah, okay, es ist sehr, sehr schnell. Und hat einen guten Spezialangriffswert. Oh, du trägst Honig bei dir. Ah, das fragt er mich vorher auch. Okay, finde ich nice. Finde ich gut. Finde ich sehr nice. Da ist Röckchen. Ja, komm. Oh, du kennst mich doch. Fahren wir jetzt direkt zurück, oder wie sieht das jetzt aus? Ja. Okay. Du bist mir vielleicht eins. Danke. Und deinem Traumschlag sollte ich dir wohl auch ein wenig danken. Warte, ich kümmere mich, möchte mich ein wenig erkenntlich zeigen. Ja, mit Heil natürlich. Wie gesagt, man kriegt dir so viel geschenkt. Ich habe dabei etwas Interessantes in einem Buch gelesen. Darisch kann das jetzt aussehen, Flun. Okay, Chlorikel, je nach Art des Nektars, den sie... Oh mein Gott, dass die Pokémon am Schlürfen ändert. Bei der Verwandlung, die sie dabei durchlaufen, handelt es sich jedoch offenbar nicht um eine Entwicklung, sondern einen sogenannten Formwechsel. Interessant, oder? Ja, ja! Jetzt aber schnell zurück in die Tasche, Wörkchen. Nur weil wir hier nicht so viele Menschen sind, kannst du doch nicht gleich so herumtoben. So langsam sollten wir auch weiterziehen. Der Professor macht sich sicher schon Sorgen.